Weiter komme ich in den Lüftungsschächten nicht. Ja, das werden wir noch sehen. Wie heißt du? Max. Max Dillon. Okay, Max. Es ist ganz einfach. Sag uns, wo die Waffen sind, oder du stirbst. Ich bin Elektroingenieur. Ich komme nicht in diese Bereiche. Dann ist das kein guter Tag für dich. Was, Max? Max, immer diese Probleme. Okay, wir haben da noch einen. Gefällt mir nicht. Zu viel Polizei. Ah, ja. Wieso ist hier ein Hologramm von Harry? Das Foto wird später bestimmt um die Welt gehen. Jeder wird dich sehen. Sind wir beste Freunde? Dass ich es kaputt machen muss. Ja, echt schade. Jetzt sollten wir irgendwo. Uah. Komm, irgendeine Wand hoch. So. Wo sind denn die ganzen Leute hin? Unos dos. Da gibt's gar nicht mehr. Ja, die kriege ich auch so weg. Wie komme ich denn da am besten rein? Na, wahrscheinlich durch die Tür da. Jetzt komm schon. Oh. Ich muss mir das mal aus Prinzip ansehen, weil... Boah. Das Ding wird im nächsten Film reinhauen. Die Klinken, Alter. So, schön mittig, damit das auch ein sehr schönes... Ich frag mich, was wohl passiert wäre, wenn ich von einem Igel gebissen worden wäre. Nichts Schönes. Ach komm, jetzt hier. Also. Ach, das reicht. Genau, was ich gebraucht habe. Die sehen wie große Flügel aus. Wäre lustig, die mal gegen mein Netz schwingen in Aktion zu sehen. Ich werde wohl kaum so viel Glück haben. Glück, sagst du dazu? Du bist ein lustiges Freundchen, bist du. So. Hallo, Mr. Ruski? Ich würde jetzt gerne Klopf-Klopf spielen. Warum kriege ich den nicht ausgeschaltet? Du hast dir also gedacht, ich werde ein mächtig reicher Krimineller. Und? Nochmal nachgedacht? Na komm, Tarnattacke. Ah, hier wäre ich also reingekommen. Gibt es hier schon irgendwo die Octo-Arme? Ah, da wäre ich auch reingekommen. Gut, ich habe mich offenkundig ziemlich dämlich angestellt. Ach. Diese Hologramme von Harry sind also Sachen, die ich suche. Gut zu wissen. Wo warst du mein ganzes Leben lang? Ja, ich weiß auch nicht. Ich freue mich schon drauf, wenn ich den Spruch mal sage. So, dann können wir ja gleich Audiostunde machen. Hallo, die Herren. Ich bin ein bisschen sensationsgeil, nicht davon ablenken lassen.
seltsam, dass ich jedes Mal überlegen muss, welchen Knopf ich drücken muss. Nein, keine gute Einstellung. Max? Guck mal ein bisschen hoch. Ach, das reicht. Gut. Geschichtsstunde. Oder auch nicht? Hallo? Ich würde gerne... Verstehe. Eins kann ich versprechen, eine Gehaltserhöhung gibt es für das Bild nicht. Super. Armloch. Die Audioaufzeichnung, da, wo ist denn Max erstes Audio-Ding? Habe ich das da irgendwo im... So viel Zeit muss sein. Komme ich da überhaupt noch runter? Ich bin ja begeistert. Okay, hier ist nichts, was nach Harrys Kopf aussieht. Hier ist auch nichts, was nach Harrys Kopf aussieht, oder? Da. Komm. Ich brauch keiner, geh weg. Alter! Achso, ich war nur zu doof zu treffen. Sieht hier irgendwo was nach Aufzeichnung aus? Hier ist nichts. Und hier ist immerhin der Typ. Aha. Ah ja. Gut, dann muss Max sein Zeug noch woanders sein. Sorry. Hallo, Vlad. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, diesen einen Typen ausgeschaltet zu haben. Ach komm, echt? Du kannst nicht in den Schacht klettern, weil er zu schachtig ist, oder? Nur so. So. Die sich nicht wundert. Ich meine, immerhin sind seine Kumpels weg. So. Keine Sorge, im Knast soll es jetzt viel schöner sein. Die Toiletten haben Sitze und... Sie sprechen immer von einer Waffe. Ich verwette mein letztes Netz, dass Schulz zur Abteilung für Spezialprojekte will. Gut, du kennst dich hier so super aus. Wo ist die? Ah, ich sehe schon, du kennst dich nicht aus. Du bist Mr. Spider-Man. Einfach Spider-Man. Mr. Spider-Man war mein Vater. Und du bist? Max. Max Dillon. Forschungsabteilung. Du musst mir helfen, Max. Sei meine Augen und Ohren. Schaffst du das? Ehrlich? Ich meine, ja. Ich lass dich nicht im Stich. Gut. Bring die Geiseln durch Treppenhaus C. Da ist alles sicher. Danke für deine Hilfe, Partner. Partner? Echt jetzt? Max, renn vor. Au, hier ist er wirklich unser Partner. Sie haben den Energiekern beschädigt, er überlädt. Und dann heißt? Geht das Licht aus? Das Gebäude wird von einem experimentellen Kernreaktor versorgt. Wenn er explodiert, sterben wir alle. Super, wo ist er?
Da die Panzertüren dicht sind, gibt es nur einen Weg dorthin. Diese Förderbänder bringen Behälter mit Kühlmittel zum Kern. Du kannst doch an Oberflächen haften, oder? Sicher. Der Typ, der an Oberflächen haftet, kriegt die gefährlichen Jobs. Die Kernschmelze lässt sich nur verhindern, wenn alle Kühlmittelzuflüsse manuell geöffnet werden. Ich erklär's dir. Schon gut. Ich kenne mich mit sowas aus. Versuche hier rauszukommen. Also auf das Ding steigen hätte jeder gekonnt. Dafür braucht man jetzt keinen, der an irgendwas haftet. Sorry Jungs, ich muss nochmal nach oben. Max hatte recht. Das Ding ist riesig. Und wenn es explodiert, gibt es ein riesiges Loch mitten in Manhattan. Ich muss jetzt die Kühlsysteme finden. Habe ich irgendwo einen Zeitbalken? Nein, das ist sehr nett. Hallo. Sehr nett. So, ich kann also fliegen. Aha. Ach, die Zeit wird knapp. Wo ist das Kühlsystem? Keine Ahnung, ich habe irgendwie die doofe Vermutung gesehen. Das ist es. Von hier kann ich das Kühlmittel freisetzen. Alles schön und gut, aber hat doch noch mehr geblinkt. Ah, hier sollen wir hin, also gehen wir woanders hin. Ich möchte anmerken, diese Gelassenheit habe ich nur, weil das hier ein Videospiel ist und irgendwo ein Balken. Und selbst wenn, naja, let's try. So, also erstmal darauf. Das behalte ich dann wohl mal. Das sieht extrem kaputt aus. Ich könnte wetten, hier sind doch irgendwo die Orkarme. Weil, wo sollten die sonst sein? Verdammt, komm zu Papa! Wenn ich richtig gehört habe, war das gerade recht klar. Ah, da ist ja der letzte Fall. Oh, danach habe ich gesucht. Danke. Natürlich komme ich hier nicht durch. Warum? So. Ich muss schnell zu den Kühlsystemen. Na gut, dann. Max Dillon Aufzeichnung Teil 1. Heute ist es soweit. Der Tag, der alles verändert. Spider-Man hat mir das Leben gerettet. Er hat mich bemerkt. Und die hohen Tiere bei Oscorp werden mich auch bemerken, wenn sie die Pläne für mein neues Energienetz sehen. Ich werde reich. Für Mama stelle ich eine Pflegerin an, die sich um sie kümmert. Dann sieht sie, dass ich kein Loser bin. Ja, ich spüre es. Ab heute hat der Name Max Dillon eine Bedeutung. Tut mir leid, dass ich gerade lache, aber mir, nachdem ich im letzten Teil schon meinen Erzfeind irgendwie Lex Luthor genannt habe, könnte ich jetzt sagen, Max Luthor ist doch ein viel geilerer Erzfeind. Das muss ein Fehler sein. Sie benutzen mein Energienetz. Genau so, wie ich es entworfen habe. Das müssen Sie wissen. Mama sagt, Sie haben es gestohlen und ich war dumm genug, kein Patent anzumelden.
Aber ich habe jahrelang bei Oscorp gearbeitet. So etwas würde man mir nicht antun. Ein Versehen, mehr nicht. Alle sind so betroffen wegen Mr. Osborns Tod. Sie haben es einfach vergessen. Ich rede mit dem Boss. Und wenn ich zu Mr. Menken gehen muss, sie werden mich bemerken. Dafür sorge ich schon. Ach, Osborn ist also auch schon... Okay. Dann habe ich offiziell keine Ahnung mehr, wo wir uns zeitlich befinden. Es sei denn, die eine Szene im Film mit Harry war ein Rückblick, der sich irgendwo innerhalb des Jahres ereignet hat, der... Mein Vater hat mir alles hinterlassen, was er hatte. Sein Vermögen, Oscorp und die Krankheit, die ihn umgebracht hat. Laut unserer medizinischen Berichte schreitet sie in mir schneller als in ihm voran. Was er zur Verlängerung seines Lebens getan hat, wird bei mir nicht funktionieren. Ich muss ein Heilmittel finden, und zwar schnell. Doch die vielversprechendsten Forschungsergebnisse lagen in der Arbeit seines alten Partners Richard Parker zur Artenkreuzungsgenetik. Und Parker verschwand vor über 10 Jahren. Ich find's faszinierend, wie das Spiel meint, Löcher zu stopfen, die der Film irgendwie ignoriert hat. Wird auf jeden Fall interessant. So, und jetzt retten wir mal die Welt. Kawabanga. Der zweite war doch hier irgendwo. Da so zum Beispiel. Ja, das war wieder grandios zu viel. Okay, doofe Frage. Gibt's hier irgendwo Ork-Armer oder kommt noch was? Ich habe das Gefühl, hier kommen bald noch Russen. Warum sollte ich hier sowas sonst rumliegen? Mann, zum Glück bin ich so paranoid. Die sehen irgendwie seltsam aus. Aua. Freddy Krüger lässt grüßen. Tolle Komposition. Das ist ein überlegenes Design? Sieht für mich wie ein Oktopus aus. Naja, nicht mein Problem. Und heidi ho. Ich gewinne dann Höhe und bin froh. Ich muss jetzt die Kühlsysteme finden. Du stress mal nicht. Ich gebe mir auch schon hier. Oh, schon wieder eine neue Nachricht. Parker, mehr war nicht drin. Ich bin nicht beeindruckt.